Willkommen zurück bei Tableport TV. Heute starte ich meinen Vlog zu Carnevale. So, und wie starten wir am besten so einen Vlog? Am besten zeige ich euch einfach mal, was ich mir bestellt habe. Und zwar fangen wir mal an, natürlich mit der Zwei-Spieler-Starterbox, obwohl ich alleine anfange. Aber dann habe ich immer eine Fraktion, die ich zu Testspielen und zu Anheizspielen dann einfach mal mitbringen kann. Die packen wir gleich auch aus. Ich zeige euch noch, was ich noch bestellt habe. Ich habe dann diese Tabletop Scenic Spaces bestellt. Da sind die unterschiedlichen Größen drin. Drei Pakete, zwei waren da. Ich konnte wieder nicht warten, habe mir eine Teillieferung ausführen lassen. So, da kommen dann die Püppchen drauf. Dann habe ich nochmal ein paar extra Würfel. Da müssen wir uns die Würfel nicht teilen. Das sind, glaube ich, die von der Gilde, die roten Würfel. So, das kommt hier hin. Dann noch die, das sind, glaube ich, genau, das sind die Magic-Karten, wo dann die ganzen Zaubersprüche draufstehen. Dann habe ich mir noch bestellt die Agenda-Karten. Die sind jetzt noch nicht da, da warte ich dann auch noch drauf. Und natürlich, weil ich da einfach so drauf stehe, kenne ich schon von Freebooters her so den Style hier von dem Doktor, habe ich mir nochmal einen Doktorenstarter geholt. Und ich würde vorschlagen, wir packen mal heute einfach alles aus. Ich fange jetzt direkt mal an mit der Zweispieler-Starterbox. Der Tobi von Björn Brezel Tabletop hatte auch schon ein geiles Video zu gemacht. Habe ich überlegt, brauchen wir dann eigentlich auch eins? Ja, natürlich, weil wir haben noch keins bei uns auf dem Kanal. Wir packen mal aus. Da dürfte dasselbe drin sein wie beim Tobi. Also kann ich euch nur empfehlen, dieses Auspackvideo. Boah, jetzt sitze ich hier total scheiße. Ist egal, kriegen wir irgendwie hin. Ganz oben kommt uns entgegen, weil ich schon mal reingeguckt habe, das Regelheft. Also riesig dickes Ding. Unglaublich. Ich habe schon mal durchgeblättert. Regeln sind eigentlich minimal. Eigentlich nur ein paar Seiten. Insgesamt haben wir hier 240 Seiten Vollfarbe. Hammer. Krass. Schön auf Englisch. Auf Deutsch gibt es halt nicht. Das haben wir dabei. So, einmal zur Seite. Dann haben wir hier die. Das sind, glaube ich, die Karten von den Püppchen. Ich muss euch sagen, bis auf die ganzen Videos und Bilder habe ich das Spiel selber noch nicht gespielt. Ich war trotzdem heiß drauf. Spätestens nach dem letzten Video von Tobi mit dem Let's Play. Zur Seite. So, dann haben wir hier die Stat-Karten von den, wie heißen die eigentlich nochmal? Fischer mit Rashar, genau. Sehr schön, dass da Karten bei sind. Die anderen Karten kann man sich im Internet ausdrucken. Mal hier die Karten von der Gilde. So, da können wir nämlich direkt schon loslegen. Was haben wir hier noch? Erstmal selber gucken. Das sieht aus wie Quick Reference Sheet. Sehr geil. Und das ist ein Let the Karnevale begin. Where to go next? Ach Quatsch, hier rum. Getting started. Ein Getting started Guide. Sehr schön. Das ist genau das Richtige für mich. Ja. Wir werden. Sieht so aus, als werden in kurzen Szenarien die Spielregeln erklärt. Das gehen wir dann vielleicht mal durch, wenn ich die Püppchen aufgebaut habe. So, dann haben wir hier drin die schicken Häuser aus Pappe, sind sehr leicht zusammenzubauen. Ich lasse die jetzt zusammengebaut. Der Tobi hat die aufgebaut und schon einen Spielbericht damit gemacht. Da könnt ihr euch die mal angucken. Zu meinem ersten Spielbericht werde ich die dann auch aufgebaut haben und noch mit ein paar anderen Häusern ergänzen. Aber so sind die schön gedruckt, die sind auch stabil, sehen stabil aus. Der Tobi meinte auch, die wären stabil. Die Grafiken da drauf sehen super aus. Kann man echt nicht meckern heute. Was haben wir hier noch? Luftpolsterfolie. Richtig geil. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache, aber ist auf jeden Fall gut, immer welche dabei zu haben.
brauche ich den ganzen anderen Scheiß gar nicht. Oh, dann haben wir noch ein riesiges Tütchen. Mit, gehen wir mal hier aus, was haben wir drin? Schablonen, Messstab, den müssen wir noch einmal abwaschen, der ist hier ist alles reingefräst, der ist noch ein bisschen staubig. Also hier noch die Schutzfolie drauf ist, hier auch schön das Logo, für die ist, weiß ich noch nicht, so gut kenne ich die Regeln jetzt auch noch nicht. Dann haben wir hier übrigens alles Acryl. Ist schon mal sehr genial für den Preis, da hier ordentlich was drin. Das sind die ganzen hier Kommandopunkte, glaube ich, ist das. Das ist hier wahrscheinlich Wasserpunkte, wenn man untergetaucht ist. Und das wahrscheinlich korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich bin da noch nicht ganz fit. Lebenspunktemarker, Schildmarker, keine Ahnung. Und Sternchen. Hammer. Genial. Dann haben wir hier noch schwarze Würfel. Der gleichen Qualität wie die roten Würfel. Packen wir den auch noch aus. Und, oh, schön. Was ist das denn hier? Aus Zinn. Ach, das ist wahrscheinlich, war beim Tobi im Spielbericht auch schon so. Wenn man keine Kommandopunkte hat, muss man eine Münze werfen. Ich denke mal, das wird die Münze sein. Richtig cool. Und ganz viele Bases. Die sind aber, ich habe mir vorher angeguckt, deswegen habe ich mir die anderen geholt. Man kann die Miniaturen draufstellen, das ist aber sonst nichts. Nichts. Also man kann die hier noch ausschneiden, damit, wenn die auf Schlitzen sein sollten, man die reinstecken kann. Aber da muss man die Base noch voll gestalten und dann habe ich mir die mit der Kopfsteinpflasteroptik direkt mitbestellt. So, dann haben wir hier ein Tütchen. Tütchen, das packen wir mal zur Seite. Tütchen, packen wir mal aus. Oh, das ist die Gondel. Sehr cool. Oh, falsch rum, oder? Oh ja, hier unten drunter ein paar Bläschen, aber ein paar Löcher, aber das ist eigentlich wurscht. Hauptsache oben rum sieht es gut aus. Und ich glaube, könnt ihr mir zustimmen, die ist recht gut geworden. Dann haben wir hier noch ein paar Ballonen, wahrscheinlich fürs Wasser. Oder, weiß nicht, Deko, keine Ahnung. Und ein Bottle. Boah, ich müsste mal öfter Unboxing-Videos machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich was hier in die Kamera halten soll. Na gut. Gut, dann packen wir die Gondel mal wieder ein. Das ist jetzt von der Priorität jetzt erstmal nicht so hoch. Die brauche ich jetzt erstmal nicht direkt zum Spielen, um das Spiel zu erlernen. Deswegen kommt die wieder ins Tütchen und beiseite. Dann haben wir hier noch eine Box mit wiederum Tütchen. Hammer. Ich hoffe mal, jetzt sind da die Figuren drin, weil sonst ist nichts mehr. Viele hier eine Box mit Minis. Oh ja, sehr schön. Alles klar. Machen wir mal ein bisschen Platz. Dann kann ich euch die Figuren auch viel besser zeigen. So, dann haben wir einmal den dicken Onkel von den Rashar. Ich gucke mir den erstmal selber an, damit ich weiß, was ich euch da gleich erzähle, wenn ich ihn in der Kamera halte. Wenig Nachbearbeitung wird der Onkel benötigen, aber das ist schon ein ordentlicher Kavenzmann, oder? Sehr geil, da freue ich mich auch schon voll aufs Bemalen. Da werdet ihr dann auch mit dabei sein, werde ich euch mal zeigen, wie ich meine Figuren verhunze mit ein bisschen Farbe. Dann haben wir noch einen Fischmensch. Verzeiht mir, dass ich die Namen alle noch nicht drauf habe. Sehr schön. Qualität ist super. Fühlt sich ein bisschen. Ja, es fühlt sich nicht an wie das GW-Plastik. Aber ist so recht stabil. Die Beinchen kann man ein bisschen bewegen, aber das ist schon gutes Plastik. Oder Resin? Ist das Resin? Ich habe keine Ahnung, Leute. Doch, es könnte Resin sein.
Das hier, glaube ich, der Anführer von den Rascha. Der ist auch sehr gut geworden. Mal gespannt, was der kann, wie er sich im Spiel verhält. Aber die Qualität, muss ich sagen, ist super. Muss man natürlich ein bisschen nachbearbeiten, ein bisschen die Gussreste und diese Guss, nennt man das, Platten entfernen, aber das ist minimaler Aufwand, dann sind die fertig. So, hier haben wir übrigens bisher alle aus einem Guss. Hier haben wir dann so einen Sklaven oder so. Ich glaube, der Tobi hatte erklärt, das wäre Futter für die Fischmenschen hier. Sehr schön, sowas gefällt mir, ja. Hier ist dann noch der männliche Part. Alles aus einem Guss. Oh, schön, ich muss nichts kleben. Und dann haben wir noch einen dritten Onkel. Waren da drei bei? Und dann haben wir noch einen Fischmensch. Ja, denn in der Starterbox sind wohl mehr Modelle drin als in den kleinen Starterboxen. Wie, wo sind sie? Wie bei den Doktoren. Da sind nämlich nur 5 Minis drin. Bei der 2-Spieler-Starterbox hat man, glaube ich, 7 oder 8 Minis dabei. Müsste ich jetzt lügen. Ich sage einfach mal 7. Ich könnte auch zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfekt. So, das ist einmal die Rascha-Fraktion. Die werden wir dann mal in Ruhe zusammenbauen und bemalen und dann werden wir auch zusammen spielen. Also ich und ihr guckt zu. Und dann müsste hier in dem Tütchen die Gilde drin sein. So, jetzt eben bloß dahin ausgekippt. Was haben wir denn hier? Ja, die ist auch schick. Die ist aber aus so einem hellen Resin. Ich sage, oder sind die dunklen Plastik auch Leute? Wer weiß es? Schreibt ihr mal in die Kommentare. Sehr schön. Also, das Design der Figuren gefällt mir sehr gut. Hat mir auch auf den Vorschaubildern schon sehr gut gefallen. Oh, das ist der Anführer hier. Der. Boah, wie hieß der nochmal? Ich nenne ihn jetzt Cappuccino. Guck gleich mal nach. Auch sehr schön. Sehr detailliert. Also gut, der hat jetzt keine Gürtelschnalle, aber doch, Detailgrad ist schon sehr hoch, muss man sagen. Ich habe bisher auch noch keine Fehler entdeckt. Vielleicht ihr? Okay, das Paddel ist jetzt so ein bisschen. Da müsste man mal aufpassen. Ne? Könnte man einen Popel mit verschießen, aber. Ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Vielleicht nicht die Kids mal dran lassen, sie damit spielen. Sehr schöne Mini. Sehr schön. So, dann haben wir einen hier mit einer Kanone. Da kann ich euch mal so ein nettes Gimmick zeigen. Guck mal hier. Ich muss doch kleben. Was eine Scheiße. Sind die schon so gut verpackt gewesen, ich muss trotzdem die Wumme kleben. Und die ist ja nicht gerade breit. Stiften wird schwierig. Ich freue mich. Nicht. Also defekte Modelle in der Startbox ist schon echt scheiße. Aber ich bin ja ein erfahrener Tabletopper, das kriegen wir schon irgendwie hin. Schönes Modell. Mit einer Harpune. Geil. Was ist er hier? Er hat einen Knüppel in der Hand. Was das alles für Figuren sind, was sie für Stellungen einnehmen in der Truppe, kann ich euch noch nicht erzählen. Habe ich selber noch gar keine Ahnung von. Das erlernen wir dann alles zusammen. Zusammen. So, noch eine Dame. Oh, die hat aber einen Hackebeil in der Hand. Diverse Anlehnungen an andere Tabletops. Ich weiß nicht. Also manche Designs kommen mir bekannt vor. Karnevale gibt es aber auch schon ein paar Jahre und die sind, glaube ich, nur neu aufgelegt, die Figuren. Was hat er denn hier? Eine Harpune in der Hand. Sehr schön. Auch so ein. Also bei Freebooters wäre es jetzt ein Seemann. Das ist wahrscheinlich eher so ein Gefolgsmann sein. Qualität ist auch. Erste Sahne. Ich kann mich nicht beschweren, bis auf die eine kaputte Pistole. Und hier haben wir. Was ist das denn?
Butler. Schau mal selbst. Was ist das für ein Knilch? Stell mal scharf, ja. Aber schön, oder? Schreibt mal in die Kommentare, wie euch die Miniaturen gefallen. Also ich bin positiv überrascht. Okay, dann haben wir soweit alle Püppchen ausgepackt. Packen wir sie mal wieder ein. Und dann haben wir hier, jetzt bin ich mal gespannt, der Tobi hat zwar schön beschrieben, aber wenn man selber in der Hand hat, ist das noch was anderes. Die Spielplatten, das finde ich sehr geil, dass die Spielplatten dabei sind. So wie ich gehört und gelesen habe, sollte man Karnevale auch schon in diesem venezianischen Kanalsystem spielen, weil auch die Regeln und die Charaktere und die Szenarien so drauf angelegt sind. Und da finde ich ja schon geil, dass diese Platten dabei sind. Also ich habe zwar auch eine Wassermatte und früher oder später werden wahrscheinlich so Hafenplatten mal hinzukommen. Aber checken wir das erstmal aus. Ja, ist so wie hartes Plastik, wie so ein Untersetzer, so ein Frühstücksuntersetzer-Deckchen, was man überall so für 1-2 Euro kaufen kann. Mhm. Gut, die Grafik vom Wasser, die ist jetzt, die haut jetzt keinen aus den Socken. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht so hochwertig erstellt am PC. Das fällt hier in der Mitte dann gar nicht auf am Kanal, weil der Fokus, glaube ich, so eher auf die Steine liegt. Und die sind eigentlich recht gut geworden. Also auf jeden Fall für den Anfang reicht das. Ne? Dann haben wir hier eine Gerade, haben wir hier eine Ecke. Ja. Da kann man schöne Kanals. Oh, ein Teestück. Ah, herrlich. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Lego. Wenn man so wenn man das Geld hatte oder spendable Eltern, die ganzen Straßenplatten gekauft haben, dann konnte man dann auch ein bisschen variieren, wie man die da legt. Eine Kurve, eine Gerade. Also ich wollte es für meine Kids mal holen und habe gesehen, boah, schweineteuer. Hole ich mir lieber keine Wale für. War billiger. Hier auch noch ein und eine, einfach nur eine Steinplatte. Auf der Rückseite ist immer Wasser. Wasser only. Sehr schön. Das war und ist die Starterbox. Ich packe das jetzt noch alles schnell rein. Wir bleiben direkt on cam. Also ihr müsst euch jetzt damit abfinden, dass ich alles wieder einpacke und ihr mir dabei zuseht. So, der Müll bleibt aber draußen. Habe ich alles drin? Habt ihr aufgepasst? Wunderbar. Dann machen wir einmal die Starterbox zu, Leute. Verpackung gefällt mir auch sehr gut und ich glaube, Tobi hat es auch gesagt, dass man die hier so mit einer Lasche aufmachen kann und aufklappen kann. Ist geil. Ist ein kleines Detail, aber Leute, es ist geil. Machen wir mal weiter. Komm, machen wir mal direkt den Starter von der Doktoren-Gang. Oder wie heißen die? Die heißen einfach nur die Doktoren, die Doctors. Sehr schön. Praktisch im Schuber. Ah. Schön das Firmenlogo vorne drauf. Und tada! Schlicht und simpel. Püppchen in Tütchen, Bällchen in Tütchen, ein Reklamationscode. Das finde ich ganz gut, das kenne ich von Corvus Belli. Wenn man bei Infinity, wenn ein Teil fehlt oder sowas, dann hat man direkt so eine Nummerchen, was man dann angeben kann bei einer Reklame und dann wissen die sofort Bescheid, worum es geht. Und das sind wieder die Bases mit ohne alles. Ich komme mal direkt an die Seite. Ich habe ja schöne Bases bestellt. Und oh, hier rum geht's. Dann packen wir mal die Figürchen aus. Oh, in dem Tütchen sind noch mehr Tütchen. Perfekt. Dann haben wir hier direkt. Oh, die muss man aber zusammenbauen. Die sind nicht aus einem Guss. Schade, ich dachte, ich komme drum herum. Oh. Okay.
Der Detailgrad gefällt mir. Also ich kann so eine Spritze am Gürtel erkennen. Gucken wir mal, ob ihr auch was erkennen könnt, wenn die Kamera scharf stellt. Hallo, scharf. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Sehr schön. Dann haben wir hier noch. Ach, das ist der Doktor. Nase, Kopf. Also ich zeige euch auch mal, wie so ein Teil aussieht, wenn man es noch nicht entgratet hat. Oh, da ist die Kamera. Licht, Licht ist so ein komischer Film dahinter. Seid ihr jetzt scharf? Das ist aber mit einem Cutter oder mit einer Feile oder so ist das einfach ganz schnell erledigt. Dann haben wir noch Arme, allerdings in einem Plastik wohl. Ich glaube, es ist so gemischt Plastik. Resin. Ich hoffe, die halten dann auch gut mit dem Kleber. Ich werde bei Resin gehe ich immer mit Sekundenklebern ran. Bei Plastik, also Gewebplastik, nehme ich immer den guten von Revell, denn der verschmilzt. Ja, der verbindet das Plastik halt, dann kriegt ihr es nicht mehr ab. Aber dann müsst ihr euch dann gut überlegen, wo ihr was hinklebt. Bei Sekundenkleber ist das ja was anderes. Klebt in Sekunden, also an den Fingern. So, dann haben wir hier auch nichts aus einem Guss. Och Leute, ihr habt es doch so schön im Starter gemacht. Wieso denn hier nicht? Und hier sind auch zwei Modelle drin. Oh, hier ist ein riesen Kerl drin mit dem Eisenhelm und. Eieiei. Der sieht so aus, als könnte er ordentlich austeilen. Schöne Mini, schöne Mini. Haben wir noch Arme und weiß jetzt nicht, wem was gehört. Ah, hier haben wir noch den anderen Doktor. Ich meine, das ist ein anderer Doktor sogar. Der hat eine Wumme dabei. So, ein bisschen ballern. Oh, der wirkt aber sehr hell jetzt mit dem Licht. Ich hoffe, das kommt dann nach dem Schneiden besser rüber, dass ihr was erkennen könnt. Sehr schöne Minis. Ich zeige euch die dann auch noch mal, wenn ich die zusammengebaut habe, aber nicht mehr heute. Denn es ist auch schon spät, alles schläft hier. Deswegen muss ich auch die große Funzel anmachen, deswegen ist das Bild auch so schlecht. Weil ich, wenn ich was aufnehme, so wird das mit den Vlogs dann auch sein, ist es meistens nachts. Also wenn ihr schlaft, bereite ich für euch Videos vor. Ist das nicht ein Support? Dafür habe ich doch einen Daumen nach oben verdient, oder? Oder? Oh, hier haben wir auch wieder einen aus zwei Teilen. Haben wir aus hellem Resin und dunklem Plastik. Ich behaupte das jetzt einfach mal so, auch wenn es anders ist. Der sieht auch sehr nett aus. Sieht auch aus wie so ein Sklave oder so ein Irrer. Der hat auf jeden Fall eine Zwangsjacke an. Gefällt mir. Sehr schön. Ich mag Zwangsjacken. Also an Minis. Oh. Hier ist noch einer mit einer Zwangsjacke. Schön. Oh, der ist aber aus einem Guss. Oh, schön. Haben Sie meinen Wunsch erhört beim Auspacken? Ja, und das war auch schon der Doktorstarter. Wer jetzt was ist, keine Ahnung. Ich kann mal hinten drauf gucken. Wir haben da drin einen Plaque Doktor. Das ist er hier in der Mitte. Das ist auch das Modell, was mich dazu bewegt hatte, mir den Starter zu holen. Den finde ich richtig geil. Dann ist ein bisschen Magier, steht da drauf. Okay, dann haben wir einen Brutal Warden. Oder gehört das noch davor? Boah, mein Englisch ist so schlecht, Leute. Und ein Doctor of the Arsenal with a powerful long-ranged gun. Oh, das ist er hier. Der sieht auch echt fett aus. Ich freue mich da auch schon aufs Bemalen. Also ich muss euch sagen, ich habe mir das Spiel hauptsächlich geholt wegen den Figuren. Dann weil Thema venezianisch, ne? Und noch wegen diversen Videos. Danke, Tobi. Dann gibt es Two Madmen, das sind die Kerle mit der Zwangsjacke. Hier Ette und Ette. Und wie heißt der Dicke? Henchman. Henchman, ist das richtig? Ich habe es einfach nur in Text überflogen. Ja, hier.
mit dem Knüppel und dem anderen Knüppel und einer Eisenmaske. Boah, Leute, cool. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Sehr schöne Truppe. So, jetzt packen wir aber mal weiter aus, bevor ihr euch da langweilt von den Fernsehern. Erstmal packen wir wieder ein und dann packen wir wieder aus. Was haben wir hier? Ja, die Geländebases. Also die packe ich jetzt nicht aus. Ich zeige euch einfach mal das erste Base. Denn die sehen alle gleich aus. Ist einfach nur Kopfsteinpflaster, sehr akkurat verlegt. Nur in den Größen unterscheiden die sich. Es gibt ja bei den Charakterkarten, habe ich jetzt wieder eingepackt. Da steht drauf, auf welcher Base die stehen. Und gerade bei den Rashar, diese dicke Fischmensch steht auf einer größeren Base, ich glaube 40 mm, schlag mich tot, weiß ich nicht. Und dieses Set hier hat halt 30, 40, 50 Millimeter Bases drin. Steht's nochmal drauf? Naja, hoffe ich, dass sie mir das Richtige geschickt haben. So, da habe ich zwei Stück von. Die werde ich, glaube ich, auch erst bemalen, bevor ich die Figuren draufklebe. Bei Kopfsteinpflaster wird bei mir immer trocken gebürstet. So, dann haben wir die Magic-Karten. Das sind die Zaubersprüche, die es auch im Buch gibt, nur als Karten. Da bin ich so kartengeschädigt, habe dann lieber gerne eine Karte da auf dem Tisch liegen und nicht und möchte nicht im Buch rumblättern, aber wer möchte das schon? Packen wir mal auf. Schön verschweißt. Also neu. Jetzt seht ihr mal live mit, wie stümperhaft ich das. Oh, nee, klappt ganz gut. Müll mal die Seite. Vom Design her sehr schön. Ich habe keine Ahnung, was da drauf steht. Ich weiß nicht, was das für Zaubersprüche sind und was die Werte alle bedeuten. Sehr schlicht gehalten. Also sind jetzt keine Artworks oder so drauf. Okay, werdet ihr dann wahrscheinlich auch im Spielbericht sehen. Protection of the Eye. Büssel Mist, Mother Hydra's Claws. Oh, das hört sich gut an. Kost 2, Difficulty 6. Okay. Werden wir dann im Spielbericht sehen. Das sind wie viele Karten? Steht nicht drauf. Leute, wieso steht nicht drauf, wie viele Karten das sind? Das macht man doch, wenn man nachzählen kann, ob man sie noch alle hat. Also Karten 1. Ich zähle mal 1, 2, 3. Mache ich nur, damit das Video länger wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sollten 36 sein. Okay, unspektakulär. Machen wir weiter. Unspektakulär. Muss ich übrigens mal gucken, welche Größe die haben, ob ich dafür Kartenhüllen habe. Die wirken. Ich hoffe, es ist Standard Magic Master. Dann habe ich noch genug Kartenhüllen dafür. Dann haben wir Würfel. Würfel packe ich nicht aus. Würfel sind Würfel, sind Würfel, sind Würfel. W10 mit zwei hellen, das sind die, na, wie heißen die Würfel? Die Spezialwürfel, die Sonderwürfel. Keine Ahnung, ihr wisst es wahrscheinlich. Ja, ich hoffe, die bringen mir Glück. So, was packen wir jetzt aus? Ich habe nichts mehr zum Auspacken. Also, das war jetzt das erste Video. Start meines Vlogs zu Carnevale. Zwei Sachen kommen noch nach. Einmal noch so ein Paket Bases und einmal die Agenda-Karten, die ganz praktisch sind, wenn wir spielen. Was machen wir beim nächsten Vlog? Keine Ahnung. Also, wir werden wahrscheinlich erstmal etwas bauen. Bauen wir die Gilde zusammen oder Rashar. Ich würde sagen, das könnt ihr in den Kommentaren könnt ihr mal reinschreiben, was ich als nächstes machen soll in dem Vlog. Machen wir das zu einem interaktiven Vlog. Also ihr könnt bei jedem Video entscheiden, wie es weitergeht. Das ist nicht frei. Ich gebe euch jetzt was vor und dann könnt ihr auswählen und dann kann ich ja immer noch sagen, ne, habe ich keinen Bock. Mach lieber das, worauf ich Bock habe. Aber ich tue so, als würde ich euch die Wahl lassen. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Ja. Also schön, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Jetzt wisst ihr, was ich bestellt habe und wie die Kartons von innen aussehen. Eigentlich recht unspektakulär, aber wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wisst ihr jetzt Bescheid. Und ja, ich starte Karnevale und ihr seid dabei. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
und schön kommentiert. Teilt unseren Blog. Das hilft uns am meisten. Oh, der Spruch ist jetzt geklaut von Tobi. Ich gucke so viel Bier und Brezel Tabletop. Okay, damit enden wir für heute. Bis zum nächsten Mal.